Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, in dem heutigen Video möchte ich euch den GitPass of Brainscrypts zeigen. Ja, es gibt ja mittlerweile unzählige verschiedene Versionen, aber ich persönlich finde diese hier an der Arena-Werkstatt am besten. Ja, was braucht ihr für diesen GitPass of Friends? Ihr braucht natürlich einen Freund, klar, wegen GitPass of Friends. Und was braucht ihr noch? Zum einen braucht ihr die Arena-Werkstatt. Und natürlich müsst ihr auch ein Auto in der Arena-Werkstatt drin stehen haben, das ist ganz wichtig. Dazu kommt noch, dass ihr eine MOC noch benötigt. Und auf der dritten Position sollte dann noch das Lager für Personenfahrzeug finden. Wenn ihr diese Voraussetzungen erfüllt, dann ja, könnt ihr eigentlich direkt losstarten. Euer Freund, der euch das Auto geben wird, sollte dann für einen Titan gehen. In welcher Lobby ihr das macht, das ist völlig egal. Ja, ist euer Freund dann in einem Job für einen Titan drin, dann geht ihr einmal auf die Party, geht dann einmal auf sein Profil drauf und ja, dann bereitet ihr das einfach nur von so vor, dass ihr mit Doppel-PSN ihm beitreten könnt. Macht ihr dann so, einmal auf aktuelles Spiel gehen. So, und jetzt drückt ihr einmal Doppel-PSN. Dann kommt ihr wieder zurück ins Spiel und wenn ihr jetzt nochmal Doppel-PSN drückt, dann könnt ihr ihm direkt beitreten. So. So, steht jetzt vor der Arena-Werkstatt, dann fahrt ihr einfach los und ungefähr auf Ende vom Bürgersteig drückt ihr Doppel-PSN-Taste und spammt dann X durch, um euren Freund einfach beizutreten. Okay, das hat nicht geklappt, dann gucken wir es eben mal. Fahren wir dann zurück. Und dann probieren wir mal. Dann los. Wir vom Bürgersteig, Doppel-PSN-Taste und betreten. Okay, ich probiere es jetzt noch ein paar Mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. So, jetzt hat es auch geklappt, Leute. Ihr habt gesehen, ich habe gerade so ein Plakat im Hintergrund bekommen. Das ist genau richtig so. Ja, jetzt einmal kurz Dreieck drücken, dann Map fliegen ganz genau und jetzt seid ihr der Map gespawnt und seid verglitscht. Ihr könnt das testen, indem ihr einmal das versucht, das Waffenrad zu öffnen. Wie ihr seht, das Waffenrad lässt sich nicht öffnen, die Minimap ist auch weg. Genauso wie wir es haben wollten. Es gibt natürlich jetzt noch zwei andere Möglichkeiten, was passieren könnte. Einmal, ihr freest oben eine Arena-Werkstatt unsichtbar. Wenn das passiert, müsst ihr einfach eurem Freund nochmal beitreten mit Doppel-PSN-Taste und dann X durchspammen. Und genau das gleiche müsst ihr auch machen, wenn ihr unter der Map spawnen solltet. Dann einfach nur eurem Freund nochmal beitreten, Doppel-PSN und mit X durchspammen. So, jetzt gibt es noch einen ganz kleinen Trick, wie ihr eure Minimap wiederholen könnt. Und zwar geht ihr einfach auf Markierung ausblenden, auf Jobs. Jobs, dann auf eigene und ja gut, diesen Job hier werdet ihr jetzt nicht sehen, weil das mein eigener ist, aber den Job hier hinten, dann lauft ihr einfach zu diesem Job hier hin, geht einfach einmal in das Jobmenü rein und dann geht ihr direkt wieder raus und schon habt ihr die Minimap wieder da. Ja, das erleichtert euch auf jeden Fall einiges beim GitPass of Friends Glitch. Ja, und nun müsst ihr euch einfach nur noch zum Nullpunkt begeben. Und so, seid ihr oben beim Nullpunkt angekommen, dann fordert euch einfach nur noch ein Elegy an oder ein Fagio oder irgendein anderes Auto, was ihr nicht mehr benötigt. Dann müsst ihr einfach nur noch mit eurem Freund in das Auto einsteigen. Dann fahrt ihr einfach vor die MOC. Dann Steuerkreuz nach rechts. Dann müsst ihr warten, bis euer einfach aussteigt, dann fahrt ihr hinten, steigt aus, dann geht jetzt einmal in die Franklin-Meldung, Steuerkreuz nach unten, Rechner Luxig nach oben, ungefähr so für 5 Sekunden müsst ihr jetzt im Bildschirm verweilen. So, und dann geht ihr einfach wieder raus, lauft dann vor die MOC, dann bekommt ihr jetzt genau die Meldung alleine eintreten. Und jetzt müsst ihr euch nochmal die Franklin-Meldung holen, das heißt Steuerkreuz nach unten und den Rechner Luxig nach oben. Und dann merkt ihr, euer Controller
Bit wird ein bisschen vibrieren. Und ja, jetzt müsst ihr einfach nur noch Kreis drücken. Dann seid ihr unsichtbar. Jetzt sucht ihr euch das Auto, was ihr ziehen wollt. Steigt einfach nur noch ein. Und ja. Und schon ist das Auto euch. Als nächstes ja, müsst ihr jetzt, um euch zu entglitschen, einfach das Fahrzeug anfordern. Das heißt, über dem mobile Kommandozentrale persönlich das Fahrzeug anfordern. So, wenn dann euer Fahrzeug da ist, dann müsst ihr einfach nur noch im Casino fahren. So, seid ihr dann am Casino angekommen, müsst ihr nichts anderes tun, als nur noch ja, ins Parkhaus reingehen. Und dann geht ihr einfach raus und schon seid ihr wieder entglitscht und dann ja, könnt ihr euer Auto in dementsprechend Garage reinfahren, wo ihr es haben wollt. Und ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao!